So, auf geht's ins letzte Drittel, in dem die Eisbären nur so weiterspielen müssen wie bisher. Ganz cool aus der Abwehr heraus. Dann wird ihnen dieser Vorsprung kaum zu nehmen sein. Und wozu sind die Capitals jetzt von rechts nach links in diesen letzten 20 Minuten noch in der Lage? O'Regan. Stehen mit drei Mann da, dann kommt der Konter, blitzgenau, und Klaus Merk wieder in höchsten Nöten gegen Cittaroni. Lena hat ihm geholfen. Genau das ist es. Die Eisbären spielen so wie bisher und auch die Capitals, und deshalb dieser Fehlpass. Also bisher ein sehr, sehr logisches Eishockeyspiel vom Ablauf her. Deshalb auch diese klare 3:1 Führung der Eisbären, die fast in allen Belangen besser sind. Und schauen Sie sich diese Fans an. Ganz im Gegenteil, mit dem Gegensatz zu dem, was bei den Capitals läuft. Wenn die Mannschaft zurückliegt, dann sind sie alle stumm. Die Eisbären-Fans rufen dann höhnisch: Tennispublikum, ihr seid nur ein Tennispublikum. Und das stimmt. Sie sitzen andächtig, schauen sich das an, bewundern vielleicht auch ein bisschen, wenn sie objektiv genug sind, das, was die Eisbären aufs Eis zelebrieren. Und die Unterstützung für die eigene Mannschaft fast gleich null, ganz im Gegensatz zu dem, was in Hohenschönhausen abläuft. Wenn da die eigene Truppe zurückliegt, dann sind die Zuschauer erst recht bei ihrer Mannschaft. Das nennt man Identifikation. Und Ron Kennedy sagte es ganz deutlich, das ist für uns ein ganz wichtiger Schlusspunkt. Bisher wohltuend fair, dieses Spiel. Nur allerwelts Strafminuten. Und die Eisbären weiterhin jede Schusschance nutzen, das war abseits, und deshalb auch sofort gepfiffen von den Linienrichtern. Schiedsrichter Lichtenegger hat das Ganze sehr, sehr gut im Griff. 10 Strafzeiten hüben und drüben, also das hat man in den vielen Lokalderbys, heute ja bereits das 10. in dieser Saison, manchmal schon ganz anders gesehen. Oh, wie ist das schön, und wer würde Ron Kennedy und seinen Männern das nicht gönnen, dass sie nach den vielen Tiefschlägen der letzten Jahre, wo sie ja mit Mühe den Abstieg vermieden haben, als es das noch gab, dass sie nun auftrumpfen und, wenn das so weitergeht, Berlin im Halbfinale vertreten werden. Aber die Capitals noch einmal, und Brunetta behält auch, obwohl da 3-4 Leute vor ihm standen, den Überblick. Der italienische Nationaltorhüter ließ sich auch von dem schnellen Tor von Katan überhaupt nicht beeindrucken. Die Zeit läuft den Capitals davon. Nur noch 17 Minuten haben sie Zeit, um das Ergebnis zu wenden, um es freundlicher zu gestalten. Und die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Wenn der fällt in den nächsten Minuten, ich glaube, dann hat die Mannschaft noch was drauf. Sie wirkt heute moralisch gefestigt. Sie haben sich geschworen, alles zu probieren, um hier noch zum Erfolg zu kommen, um ein 5. Spiel zu erzwingen. Und die Nackenschläge, die es gegeben hat durch die 3 Tore, scheinen sie zumindest psychisch weggesteckt zu haben. Die letzten 5 Minuten sind angebrochen in der Eishalle an der Jaffe-Straße. Lena, er gehört heute zu den Besten. Boyko und Brunetta ein ums andere Mal. Rettet er seine Mannschaft. Ein klasse Keeper. Feldtunnel mit Boyko. Schauen Sie, wie sie da noch liegend sich den Puck ergattern und kämpfen.
Eine Mannschaft im Stimmungshoch, eine Mannschaft in Euphorie. Und vom Publikum hier, der Capitals, müsste doch jetzt eigentlich ein Ruck ausgehen. Da sollte der Funke überspringen, um vielleicht nochmal ins Spiel zu kommen. Aber was hört man? Nur die feiernden Eisbärenfans, die wir schon häufig genug in unseren Übertragungen gelobt haben. Aber die Identifikation ist ohnehin in dieser Saison vielen, vielen alteingesessenen Capitals-Fans nicht ganz leicht gefallen. Gab es eine erneute Umbenennung des Clubs. Trikots wurden plötzlich wertlos. Die Fans ohnehin überaltert wie die Mannschaft. Sehr teuer das Ganze für Jugendliche. Können sich praktisch überhaupt nicht leisten. Also da muss viel geschehen hier bei dieser Mannschaft, während bei den Eisbären alles im Lot ist. Nicht nur, dass Ron Kennedy es geschafft hat, wirklich aus diesen 18 Neuzugängen ein super Team zu formen, mit vier hervorragend arbeitenden und spielenden Blöcken. Es werden ganz offensichtlich auch die Gehälter pünktlich gezahlt, früher ja keine Selbstverständlichkeit bei den Eisbären. Sodass man von dieser Mannschaft, wenn sie es hier schaffen sollte, und alles spricht dafür in den letzten Minuten, sodass man von ihr noch viel erwarten kann. Und nun kann man schon mal ein bisschen vorausschauen, wer könnte der Halbfinalgegner sein. Normalerweise haben alle gesagt, Mannheim, ganz klar. Aber wenn morgen Landshut gegen Köln entscheidend gewinnt und dann auch mit 3:1 Siegen es geschafft hat, dann ist es plötzlich Kassel. Und gegen Kassel sah man sehr gut aus. In der Meisterrunde hat in Kassel gewonnen und im Heimspiel 1:1 nach Verlängerung gespielt, wobei da sogar in letzter Sekunde der Puck im Tor war und alle schwören, dass das Tor auch wirklich gegeben hätte werden müssen. Übrigens auch Schiedsrichter Lichtenegger, der heute sehr gut gepfiffen hat, damals Leiter der Partie. Also für die Eisbären kommt es jetzt darauf an, vielleicht sogar einen leichteren Halbfinalgegner zu kriegen. Und diesem geschlossenen Ensemble traue ich noch ungeheuer viel zu. Auch Billy Flynn gebührt große Anerkennung bei der Sponsorengewinnung. Die Eisbären nehmen eine Auszeit. 2:45 vor Schluss. Auch noch mal eine Beratung bei den Capitals. Typischerweise steht da wieder John Chabot mit dabei. Ja, Peter Ustorf, er würde gern Trainer bleiben bei den Capitals, aber wollen das wirklich alle? Kann man nach so einer Niederlage, denn die Capitals früher, die Devils und die Preußen, waren 6-mal hintereinander im Halbfinale. Und dann diese Vorstellung, kann man da einen Trainer weiter verkraften oder muss man nicht auch da neues, frisches Blut bringen? Viele, viele Fragezeichen bei den Capitals, nur Ausrufungszeichen bei den Eisbären. Und weiter geht's mit den letzten 2/3 Minuten. Cittaroni gegen Lehner. Und er nimmt ihm wieder 2 Meter ab. Rumrich. Fortier, wieder war Cittaroni zur Stelle und hätte fast eingeklickt. Heute muss man sagen, hat die Capitals-Mannschaft den Umständen entsprechend agiert und sicherlich vom Einsatz her nicht enttäuscht. Aber häufig wirkten sie sehr, sehr blutleer, ohne Feuer, ohne Begeisterung. Die letzten 2 Spielminuten sind angesagt. Peter Ustorf hat gesagt, was wollt ihr? Körperlich muss meine Mannschaft intakt sein. Die Laktatwerte waren ideal. Vielleicht hat man ihnen ein bisschen zu viel Blut abgezapft. Ich weiß es nicht. Aber richten wir unsere Blicke auf die Mannschaft, die hier auf der Siegerstraße ist. Klaus Merck steht inmitten seines Drittels, wartet vielleicht noch ein bisschen, dass er herausgenommen wird. Klar, man muss alles riskieren. Man hat nichts mehr zu verlieren. Völlig egal, ob 1:4 oder 1:3.
Jede Chance, zu einem Anschlusstor zu kommen, muss gewahrt werden. Wenn da sich nicht Flüchtigkeitsfehler einschleichen, dann wird die Eisbärmannschaft, wie der Berliner sagt, das Wasser nie und nimmer aus der Kiepe verlieren. Letzte Minute, noch 57 Sekunden. Ja, gerade in diesem Marketing-Ding, und was man heute neudeutsch Merchandising nennt, also bei den Fanartikeln, da sind die Eisbären den Capitals Lichtjahre voraus. Und nochmal eine Auszeit jetzt von den Capitals. Aber die Hohenschönhausener, sie feiern diesen sensationell klaren Triumph. Klaus Merck, ganz starkes Spiel einmal gemacht, aber dann doch gerade bei den Weitschüssen glaubte man, dass der Nationalkeeper einige Male nicht ganz chancenlos war. Sieht er sicherlich auch selber so. Ist ein sehr selbstkritischer, wenn auch absolut Siegertyp Mann. Und Ron Kennedy mit Hartmut Nickel, der jetzt hier nicht im Bild ist, ein ideales Tandem an der Bande. Ron Kennedy wurde häufig gefragt, wenn wir hier Peter Ustorf sehen, was machen Sie eigentlich am 15. April? Ja, 15. April, meine Damen und Herren, das ist der letzte Finaltag in der deutschen Eishockey-Liga. Und da müsste er eigentlich auch die Österreicher in der B-Gruppe betreuen. Ich habe ihn heute noch mal danach gefragt und er sagt, ich konzentriere mich zunächst hier voll auf die Aufgabe mit den Eisbären. Und jetzt ist das Tor leer und Fortier wird sich das nicht entgehen lassen. Jawohl, Klaus Merck aus seinem Tor raus und damit die endgültige Entscheidung, das endgültige Aus für die Capitals und nun eine sehr unschöne Szene. Das Publikum, das bisher sich so passiv verhalten hat, wirft nun Sitzkissen auf das Eis. Also das ist in höchstem Maße unsportlich und wirft eigentlich ein bezeichnendes Licht auf diese Zuschauer, die sicherlich viel Geld gezahlt haben und dafür erwarten können, eine gute Leistung zu sehen. Aber sie sollten anerkennen, dass die Eisbären in dieser Serie eben einfach die Besseren waren. Und da sind sie schlechte Verlierer. Und das ist eigentlich auch etwas sehr Enttäuschendes in dieser Serie. Die Mannschaft hat sich anständig nach Kräften gewehrt. Das Publikum aber ist der ärgste Verlierer bei diesen Playoffs. Tränen der Enttäuschung bei diesen jungen Damen. Sie sollte man nicht mehr allzu oft enttäuschen, denn dieses Publikum brauchen die Capitals in den nächsten Jahren. Peltonen! Und Brunetta, will ich sagen, der überragende Mann der Eisbären in dieser Serie. Da würde man sicherlich den Feldspielern Unrecht tun, aber wenn man bedenkt, dass der Torhüter beim Eishockey 70% ausmacht, dann hat er mit seiner Leistung am Dienstag und auch heute natürlich den Grundstein für diesen tollen Triumph der Eisbären gelegt. Herzlichen Glückwunsch dem EHC Eisbären, die mit 3:1 spielen die Capitals entzauberten und damit im Halbfinale stehen. Ein glücklicher Helmut Berg, eine geradezu euphorische Mannschaft. Und wenn es Kassel wäre im Halbfinale, drücken wir Landshut die Daumen, dann traue ich diesem Team sogar den Einzug ins Endspiel zu. Das wäre ein Ding für Eishockey Berlin. Noch einmal sei gesagt, die Capitals-Mannschaft hat sich heute ordentlich verkauft. Dieses Publikum hat mitgeholfen, dass diese Männer weit, weit besser waren. Das Berliner Lokalderby ist also entschieden. Die Eisbären stehen im Halbfinale. Und wer sonst als der Kapitän der Eisbären steht neben mir, ein Eishockey-Denkmal in Deutschland, Peter John Lee. Sie haben in Düsseldorf so viel erreicht, so viel erlebt. Ist dieser Playoff-Erfolg überhaupt etwas Besonderes für Sie? Das ist ganz Besonderes für uns. Das erste Mal für Eisbären im Playoff. Wir haben so gewonnen. Das ist ganz super für die Mannschaft. Wie wichtig ist es, in Berlin die Nummer 1 zu sein?
sind beide super Mannschaft. In dieser Serie, wir haben gewonnen, aber beide sind Spitzenmannschaft. Jetzt ist die Pflicht erreicht, mehr als man erwarten konnte. Sie stehen im Halbfinale. Dürfen die Fans jetzt sogar von der deutschen Meisterschaft träumen? Wir haben unsere Mannschaft haben sehr starken Charakter. Die Leute wollen alles gewinnen. Du weißt im Leben, wie viel Chance du hast, auf einen Meister gewinnen. Vielleicht ist es unsere Chance, und wir gehen so. Vielen Dank, Peter John Lee. Viel Spaß beim Feiern. Und wo es Sieger gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass trotz der Niederlage der Präsident der Capitals, Herr Axel Banghart, zu mir gekommen ist. Herr Banghart, vor der Saison war das Halbfinale eigentlich erklärtes Ziel, ein Muss. Dieses frühe Ausscheiden, hat das Konsequenzen jetzt auch für die Zukunft des Vereins? Also bezüglich des Vereins wollen wir heute, glaube ich, nicht reden, sondern zunächst einmal einen herzlichen Glückwunsch an die Eisbären, die verdient diese Serie auch in 4 Spielen gewonnen haben. Sie haben eindeutig gezeigt, dass sie letztendlich den Sieg wollten. Und ich wünsche jetzt den Eisbären im Halbfinale und natürlich möglicherweise auch im Finale als Berliner Team alles Gute. Und wir werden mit Sicherheit jetzt die zurückliegende Saison analysieren müssen. Zunächst mal ein herzliches Dankeschön auch unsere Fans, die uns wirklich die Stange gehalten haben, unseren Sponsoren. Und wir werden im nächsten Jahr mit Sicherheit wieder angreifen und an einem können sie mich auch letztendlich messen, mit Sicherheit nicht mehr mit dieser Mannschaft. Trainer Peter Ustorf würde gerne Trainer bleiben. Bleibt er's? Das ist eine Frage, die wir jetzt in den nächsten Tagen klären werden. Dazu ist jetzt, sag ich mal, die persönliche Enttäuschung viel zu groß, so kurz darüber nach zu urteilen. Wird auf jeden Fall weiterhin auch den Caps verbunden bleiben. In welcher Funktion wird man sehen? Sie haben gerade gesagt, nicht mit dieser Mannschaft. Aus Ihrer Sicht, woran liegt es, dass immer, wenn es um was geht, die Capitals ihre Leistung nicht bringen? Letztes Jahr oder in den vergangenen Jahren wenigstens das Halbfinale, diesmal schon im Viertelfinale ausgeschieden. Wie kann das passieren? Ich glaube, dafür gibt es vielfältige Gründe. Und eines sollte man nicht vergessen, dass wir eine sehr, sehr schwarze Serie hatten. Weit über 12 Spielen, wo wir keine Leistung mehr gefunden haben nach der Verletzung vieler, vieler Spieler unsererseits. Wir sind nicht mehr zurückgekommen, wir haben den Tritt nicht mehr gefunden. Die Mannschaft war im Kopf überhaupt nicht mehr da. Und alle Anstrengungen, die man sich vorher in der Kabine und auch im Trainingslager versucht hat, umzusetzen, ein gutes Spiel, alles ist letztendlich misslungen. Und da muss man jetzt Analysen betreiben, woran es gelegen ist. Vielleicht ist es auch hier und da hängt es auch damit zusammen, dass man Ende Januar niemanden mehr verpflichten konnte. Und die Mannschaft, die heute hier gespielt hat, hat in keinster Weise auch nur annähernd das gezeigt, was in vielen, vielen Spielen in der Vorrunde, aber auch dann der ersten Sequenz der Meisterrunde gezeigt hat. Vielen Dank, Axel Banghart. Das war das Playoff-Viertelfinale. Das Spiel am Sonnabend. Und